Meerjungfrauen, Flötenvirtuosen, Akrobaten und Spitzenküche. Wie geht das zusammen? Sehr gut sogar. Beim Festungsvarieté auf der Festung Ehrenbreitstein, präsentiert vom Café Hahn. Aber was genau erwartet einen eigentlich beim sogenannten Festungsvarieté? Es ist eine Dinnershow, also es ist eine verwobene Geschichte. Auf der einen Seite Varieté, auf der anderen Seite Kulinarik. In diesem Jahr haben wir Wert gelegt auf das ganze Thema Rheinland-Pfalz. Also es gibt eine kulinarische Rundreise quer durch Rheinland-Pfalz als Dinnershow. Das Ganze dauert dann auch als Spektakel 3-3,5 Stunden. Ist in diesem Jahr das zweite Mal, aber unsere ganz lange Varieté-Theater-Karriere als einziges Varieté-Theater in ganz Rheinland-Pfalz ist schon seit über 15 Jahren mit auch dem Weihnachtsvarieté in Gülz, in unserem Stammhaus, sodass wir vor Weihnachten ab Mitte November bis in den Januar rein knapp 100 Varieté-Shows spielen. Vor einer dieser rund 100 Varieté-Shows, am vergangenen Sonntag nämlich, durften TV Mittelrhein und WWTV viele Gäste begrüßen, die sich zusammen mit einer Menge anderer Zuschauer ein Bild vom Festungsvarieté machen wollten. Dass die etwa 3,5-stündige Show gut ankam, das konnte man kurz darauf auf den Gesichtern der Gäste ablesen. So, und falls Sie jetzt Lust bekommen haben, sich das Ganze selbst mal anzuschauen und vom leckeren Vier-Gänge-Menü zu probieren, dann könnten Sie Glück haben. Also in Gülz sind wir komplett ausgebucht, hier oben auf der Festung, nachdem es deutlich mehr Plätze und auch im Gegensatz zum letzten Jahr mehr Shows geht, haben wir noch ein paar. Also perfektes Weihnachtsgeschenk zwischen den Jahren und auch in der ersten Januarwoche. Wir spielen bis zum 5.1. gerne noch ein paar Plätze, ein paar Restkarten gibt es noch. Also nicht lange warten und zuschlagen, solange es noch Karten gibt. Akrobatin Caroline Schröck, Musikkabarettist Axel Petz, Kontorsionistin Julia Fadeva, Moderator Rainer Schalowski und viele mehr heizen Ihnen so richtig ein. Und das zu tollem Essen und virtuoser musikalischer Untermalung.